liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe noch in der letzten Woche zusammen mit Jens Spitzger noch einen Änderungsantrag eingebracht, wo es mir darum ging, unsere Bezüge in unserem politischen Denken klar zu verknüpfen mit unserer Tradition der Verfassung und Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie in der Weimarer Reichsverfassung im Grundgesetz und auch in der Bürgerrechtsbewegung von 1989 entwickelt hatten. Und ich bin der Antragskommission dankbar, dass Sie diese Passagen weitestgehend übernommen haben. Ich wollte trotzdem noch mal das Wort ergreifen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns auf den Rechtsstaat beziehen? Ich denke, es ist nicht nur die AfD, die da eine Herausforderung ist, sondern wir erleben ja auch, dass an vielen Stellen der Rechtsstaat inzwischen am Funktionieren gehindert wird. Es fehlt an Personal. Es fehlt an Personal in der Landesverwaltung. Das heißt, wir haben zum Beispiel Planungsverfahren, die so lang dauern, weil es an Personal in den Planungsbehörden fehlt. Was erleben wir dann? Wir erleben einen Ministerpräsidenten, der dann eine Beschleunigung, eine Verkürzung von Planungsverfahren sieht und damit den Rechtsstaat versucht auszuhöhlen. Wir erleben, dass wir an vielen Stellen zu wenige Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwälte und Richterinnen haben. Was macht die Regierung? Die Regierung lässt weiterhin, obwohl sie eine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht bekommen hat, lässt weiterhin komplexe Verfahren liegen, lässt Verfahren, wo Untersuchungshaft angeordnet ist, können nicht ordentlich bearbeitet werden. Stattdessen setzt die Regierung auf die schärfere Verfolgung von Kleinkriminalität. Also nur nach dem Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und CDU und Michael Kretschmer setzen auf Schnellgerichte und das und nach Rechtsprechung. Und Kretschmer rufte in einer Landtagsrede im September sogar nach Rechtsprechung nach Volkeswillen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Der funktionierende Rechtsstaat schützt ja, das ist ganz wichtig, Einzelpersonen und auch Minderheiten. Es ist nicht seine Aufgabe, jetzt einfach so einer Mehrheit, die gerade mal da ist, rigoros umzusetzen, durchzusetzen. Der Entwurf des Polizeigesetzes zeigt, dass weiterer Abbau von Rechtsstaat vorgesehen ist. Ich sage mit aller Deutlichkeit, dieser Michael Kretschmer, wie wir ihn in den letzten anderthalb Jahren in Sachsen erleben, der ist ein Risiko für das Funktionieren des Rechtsstaates in Sachsen. Dagegen stehen wir Grüne eben in dieser Tradition der Verfassung, der Begrenzung von Macht und Schutz der Grundrechte. Und dafür müssen wir uns einsetzen und dürfen uns nicht auf diese Landesregierung und auf diese CDU verlassen. Und auch, also Kooperation ist eine außerordentlich schwierige Sache. Wir Grüne müssen für Rechtsstaatlichkeit, für Grundrechte und Verfassung einstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dietrich.